Leute, ich sag euch ehrlich, scheiß mich gerade ein bisschen ein. So Leute, also ich befinde mich gerade auf dem Weg nach Bremen zu keinem geringeren als den absoluten Mapping-Gott Don Performance. Ich freue mich so sehr. Ich möchte mich an dieser Stelle aber vorab nochmal ganz besonders bei HB Bielefeld bedanken. Bei Horst, bei Hajo, Smokey hat mir gerade noch geholfen, das Ding aufzuladen. Hajo hat das ganze Wochenende durchgearbeitet, um das hier zu realisieren, um den Termin zu wahren. Die haben gerade die komplette Hütte voll und haben mich noch dazwischen geschoben. Ich bin da echt so dankbar für. Am Samstag war ich noch auf dem Drag Day. Das Video habt ihr ja wahrscheinlich bereits gesehen. Ansonsten verlinke ich das nochmal. Mit Horst und den Rheinland-Shoppern in meiner Tagen. Da hat sich Horst noch einen Sonnenstich eingefangen. Dem ging es gar nicht gut. Aber wir haben es jetzt irgendwie alle hinbekommen. Ja, total geil. Ich bin so dankbar, dass das hier alles noch funktioniert hat. Jetzt geht's zu Don. Wir werden heute, ich denke mal, so ein bisschen, ich werde versuchen, so viel wie möglich mitzunehmen. Ich freue mich wie ein kleines Kind, was irgendwie auf Klassenfahrt fährt. Ich konnte gestern kaum pennen. Total krass. Also, wir sehen uns gleich bei Don Performance vor Ort. Haut rein, Leute. Eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar, ich möchte mich besonders bei den Petrol Nerds bedanken. Die haben mir nämlich den Kontakt zu Don Performance hergestellt. In Persona, Björn, Peggy. Björn hat mich damals angerufen per Videocall. Und da hat er mir so ein bisschen was gezeigt. Da habe ich auch mit Don schon telefoniert. Und da hat er mir so mal ganz grob einen kleinen Einblick da gegeben, was da eigentlich abgeht. Da habe ich ein Video gesehen. Seitdem war ich so verliebt in diese ganze Mapping-Geschichte in Stage 4 in Roadlight. Es hat mich absolut wahnsinnig gemacht. Also Leute, checkt auf jeden Fall. Ich kenne die Truppe persönlich, sind richtig korrekte Leute. Checkt auf jeden Fall auch nochmal die Petrol Nerds bei Instagram ab. Richtig feine Leute und ja, an dieser Stelle nochmal Dankeschön, dass ihr mir das ja auch möglich gemacht habt, dass ihr mir den Kontakt hergestellt habt und ohne euch hätte das wahrscheinlich auch gar nicht funktioniert. Also, jetzt aber bis gleich bei Don Performance. So Leute, jetzt sind wir bei Don Performance. Ich habe gerade die Karre schon mal abgeladen. Jetzt bin ich mal gespannt, was gleich hier abgeht. Da ist das gute Ding.
Also Leute, ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Wir lassen das gerade mal so ein bisschen hier einlaufen, warm laufen. Bis jetzt sieht es sehr gut aus. Wir werden mal gleich sehen, was passiert. Aber Don ist guter Dinge, das wird schon. Er hat mir gerade auch erzählt, mal so ein kleiner Fun Fact, das ist hier komplett neu alles. Man ist hier auch drin, du merkst gar nichts. Ne? Also es riecht nichts, es ist echt vom Klang auch angenehm. Absolut krass, das kostet alles eine Heidenkohle. Also man merkt einfach, man ist hier beim Spezialisten. Ne? Das sind jetzt die neuen VE-Werte, die wir uns jetzt halt gelernt haben während der Fahrt auf dem Prüfstand. Mit Bremse an natürlich, also die Prüfstandsbremse. Ja. Und dass wir den Motor halt unter Last fahren und dann sieht man halt hier, vorher hat es einen Wert von 95 gehabt und jetzt 5 draufgerechnet. Okay. Also haben wir einen neuen Wert ermittelt, den wir dann jetzt quasi zu der Map hinzufügen dann, ne? Ja. Genau, richtig. Und jetzt ist das schon quasi, das war jetzt auch schon mit Leistung nochmal oben drauf oder irgendwelche anderen Einstellungen oder ist man jetzt schon fertig oder wie läuft das jetzt? Fertig sind wir noch nicht, hier im Volllastbereich, da gucken wir jetzt gleich mal, wie sich das Fahrzeug verhält, ob wir da halt nochmal im Plusbereich, im Minusbereich gehen, ja. Wie die Zündung sich da verhält, das schauen wir uns einfach von der Hand an dann, okay, nochmal, ne? Ja. Und dann lernen wir quasi das Gleiche nochmal, wenn wir das fertig sind hier auf dem Prüfstand, dann lernen wir das Gleiche halt nochmal komplett auf der Straße nochmal ein. Okay. Achso, jetzt haben wir es hier runtergeschmissen und jetzt da drauf und jetzt wird das quasi mehr oder weniger eingespielt. Genau, ne? Jetzt kommt die Learning-Datei drauf, das heißt, ja, wir haben halt eine Lerndatei und fahren dann einmal einen Zyklus ab. Okay. Genau, zack, und einmal flashen. Wie, und dann wird es abgefahren und dann ist man schon durch, oder? Im Grunde genommen, ja, wir machen halt das Autotune, ja, fahren es halt auf den Prüfstand und dann gucken wir natürlich im Volllastbereich, wie reagiert das Fahrzeug nochmal in anderen, okay, Sparten, eine Zündung hoch, runter, nochmal anfetten, abmagern. Da schauen wir einfach, wie das Fahrzeug jeweils immer reagiert. Alles klar. Also jetzt lernen wir praktisch erstmal an, ne? Genau, wir fangen jetzt an zu lernen. Das heißt, wir gehen hier auf Data Recording. Und dann sehen wir gleich, dass die Lambda-Sonden funktionieren und dann fangen wir an zu lernen. Okay. Dann sieht man dann auch, dass die Felder dann grün werden. Ja. Ah ja, ja. Jetzt haben wir gerade mal so ein bisschen was gesehen. Kannst du denn grundsätzlich sagen, das passt ja erstmal, ne? Das passt super, ja. Also wenn man mal sieht, wir haben jetzt hier mal ein Serienfahrzeug in der Eingangsmessung drunter gelegt. Wir konnten ja vorher nicht messen, weil du ja schon umgebaut hattest. Ja. Und da sieht man einfach wunderschön, Drehmoment vorher, hier die blaue Kurve. Ja.
lange stehen im Original, aber hier hast du einfach eine Drehmomentexplosion nach oben raus. Und ja, das macht beim Fahren einfach mega viel Spaß. Okay. Klar, hinten die PS-Leistung, ja, ist natürlich halt auch brachial mehr geworden. Ja. Und du hast natürlich ein längeres Drehzahlband, ne, was auch interessant ist. Ja. Vorher ist die Drehzahlgrenze da irgendwo bei 5. Ja. Wir drehen einfach mal bis 6,2. Ne? Das Wahnsinn. Heißt, so mehr Drehzahlband auch einfach. Ne? Okay. Ja, dann geht's jetzt quasi einmal auf die Straße. Dann testen wir das Ganze mal. Und ja, zieh ich mir mal einen Helm an. Ne? Bis gleich. So, jetzt fahre ich eine Runde mit Don, das Ganze nochmal zu testen. Was ist das hier für ein geiler Tag? Ey, die sind so korrekt, ne? Das muss man echt selber erlebt haben. Wie gesagt, ich glaube, das kann man nicht rüberbringen. Boah. Jetzt sollen wir wieder umstellen hier. Ich bin schon ewig nicht gefahren. Boah, ja, hör auf. Ich merke es jetzt schon. Ach du Scheiße, ey. Die sind doch bescheuert. Was mache ich hier? Oh mein Gott. Oh, oh nein. Oh, hör doch auf, ey. Aber ey, ganz ehrlich, es hat richtig, richtig Dampf, aber es fährt sich verdammt gut. Es ist nichts am Ruckeln, es macht Spaß. So soll das sein. Wie viel PS hat die noch hier? Wie viel PS hat die? 159 leider, sagt er. Boah, Junge. Ach du Hilfe. Okay, Leute. Das Ding kommt direkt aus der Hölle. Ich hab Angst. Leute, unfassbar, unfassbar. Boah. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, die fährt sich so brutal gut. Unglaublich. Es fühlt sich überhaupt nicht irgendwie sowas ruckartig an, dass man so ein bisschen Panik bekommt und so weiter. Gar nicht. Die fährt sich so geil, aber mit so einem massiven Druck aus der Hölle. Das kann ich euch nur sagen. Wahnsinn. Was ein geiler Typ das hier ist. Daniel genauso. So, die erste Testfahrt ist gemacht. Alter Schwede, ihr könnt euch nicht vorstellen, was hier abgeht. Ne? Ich hoffe, das kommt irgendwie rüber, auch mit dem Ton und so weiter. Absolute Hölle, ehrlich. Das ist so krass, das ist so wild. Aber es lässt sich echt gut fahren. Es ist überhaupt nicht ruckartig, man fühlt sich echt sicher. Nur wenn man wirklich drauflatscht, dann geht es halt richtig rund. Ne? Schauen wir mal, was noch so passiert gleich. So, Testfahrt 2. Jetzt haben wir nochmal ein anderes Gemisch drauf. Boah, hört euch das an. Einfach brutal. So, jetzt haben wir nochmal ein anderes Gemisch drauf. Nochmal wesentlich verändert, sagt er gerade. Bin gespannt. Oh, yo. Alter Schwede. Also Leute, die zweite Testfahrt auch, alles tutti, nochmal besser. Also es läuft wirklich nochmal smoother, nochmal besser. Don hat sich da nochmal ein bisschen dran gesetzt gerade. Also ein paar Sachen verändert. Absolut brutal. Absolut brutal, ehrlich. Boah. Das heißt, jetzt geht's wieder zu Don Performance. Ich werde das Bike aufladen. Mission complete. Oder Mission accomplished, so sagt man. So. Absolut krass. So Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin komplett außer Atem, hier gerade noch die Harley festgeschnallt. Ihr seht, top Wetter, es ist warm. Ja, ich bin einfach nur dankbar für diese Möglichkeit. Danke Don Performance, danke Daniel, danke HB Bielefeld. Unglaublich geile Nummer, ich bin mega happy, ich bin echt gespannt. Jetzt wird die Halle erstmal eingefahren vernünftig und dann sehen wir uns.
das nächste Mal, glaube ich, auf der Magic Bike Week in Rüdesheim. Bis dann, Leute. Haut rein. Ciao. Get down in the car. One time give it all. Bust it open hard. Let me see you jive.